Andreas Popp gehört zur sogenannten Wissensmanufaktur, mit der er seit langem für den Plan B wirbt, mit dem Untertitel Revolution des Systems für eine tatsächliche Neuordnung. Popp und sein Mitautor Albrecht beziehen sich dort positiv auf die antisemitische Hetzschrift Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft von Gottfried Feder, den sie als großen Wissenschaftstheoretiker würdigen. Feder war bis 1933 einer der führenden Wirtschaftstheoretiker der NSDAP. Mit seinen Thesen zur Zinsknechtschaft und seiner antisemitischen Hetze hatte er großen Anteil an den Wahlerfolgen der NSDAP. In Mein Kampf streicht Hitler mehrmals die hohe Bedeutung heraus, dass die These Feders für ihn hatte. Also die Überschrift ist Neurechte Bewegung orientiert sich an NSDAP-Forderungen. Gottfried Feder hat 1919, da gab es keine Nazis, geschrieben etwas über die Zinsknechtschaft, das stimmt. Und er ist auch von den Nazis nach 1933 auch negativ bewertet und quasi an die Wand gestellt worden. Nicht an die Wand gestellt worden in physischer Form, sondern in psychischer. Man hat ihn ausgemustert. Es gibt also ganz klare Aussagen beispielsweise, wo die Zinskritiker, zum Beispiel hat das der Spiegel aus dem Jahre 1900, ich glaube 64, das habe ich jetzt nicht hier im Moment, weil damit war ich nicht vorbereitet drauf, gesagt, dass nicht die Zinsproblematik das Problem ist, sondern die Leute, die darüber reden, sind das Problem. Das heißt, es gab einen sehr, sehr starken Kampf gegen Gottfried Feder von den Nazis. Das ist richtig. Aber er war vorher mal in der NSDAP. Und die Problematik ist, dass wenn jeder, der irgendwann mal in irgendeiner Form etwas geschrieben hat und dann später in der NSDAP war, da müssen wir jeden Politiker nahezu, der in irgendeiner Form in den 20er oder 30er Jahren irgendwo politisch aktiv war, den müssten wir rausnehmen und der darf nichts Interessantes mehr gesagt haben und alles war immer nur falsch. Das ist mir zu kurz gesprungen. Also es ist natürlich sehr, sehr unfair, wenn man solche Dinge aus dem Zusammenhang reißt und sagt, das war ein Nazi. Nein, der wurde von den Nazis negativ bewertet und zwar außerordentlich. Der wurde auch angegriffen und zwar von der obersten Riege selbst. Aber er hat 1919, ich möchte noch mal darauf hinweisen, das war im Rahmen der sogenannten Versailler Vertrages, hat er, also kurz vorher, glaube ich, hat er eben halt ein Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft geschrieben. Und das Ganze als rechtsextrem zu bezeichnen, ist wirklich komplett absurd. Aber es ist wunderschön, wenn so etwas diskutiert wird, denn wir haben diesen Namen Gottfried Feder auch offiziell seit Beginn an im Plan B drin. Distanzieren uns aber auch von jeglicher Form, irgendwelcher rechtsextremistischen Form und schon gar von den Nazis des sogenannten Dritten Reiches. Da brauchen wir doch überhaupt nicht drüber diskutieren. Was soll diese Diskussion? Also eigentlich ist das mehr oder weniger ein hilfloses Gestammel, da jetzt letztendlich nochmal irgendwo etwas rauszuziehen, um dann Menschen zu diffamieren. Aber das ist nichts Neues. Also eigentlich ist es dasselbe wie vorher auch schon. Ja, es ist schon auch sehr So, ganz absurd. kurz. Na, Es ist schon auch so absurd, dass man auch einen Silvio Gesell jetzt in die rechte Ecke stellen möchte. Ja, sie waren natürlich ein Rudolf Steiner, ein Karl Marx, das waren aus heutiger Sicht alles Antisemiten. Ja, also ich meine, was ist diese ganze Begrifflichkeit? Es ist ja nicht mal eine klare Definition. Das sind ja im Prinzip Totschlagkeulen, die ja nirgendwo definiert sind. Wenn wir mal eine klare Definition hätten, wüsste man ja, was man sagen darf und was nicht. Also wir Aber haben eine klare Definition und das ist, die Palästinenser sind auch Semiten. ja klar, logisch sind es Semiten. Man versucht mit solchen Begrifflichkeiten sachliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Man nennt das auch politisch Correctness. Früher nannte man so etwas Zensur. Und ich möchte mal eines sagen, wir haben damit das Problem geschafft, was George Orwell schon beschrieben hat, 1984. Er sprach vom Wahrheitsministerium. Heute nennen wir es DPA und Reuters. Das ist unser Problem, was wir haben.